Hallihallo, ihr Lieben! Herzlich willkommen in Christines Bastelstube. Ich habe euch jetzt schon länger kein Video mehr hochgeladen. Tut mir wirklich leid, ich bin einfach nicht dazu gekommen. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu enttäuscht. Außerdem gab es auch nicht so viel Neues. Ich habe ja schon so viel Glück gehabt mit den Blöcken und allen möglichen Sachen, sodass ich erstmal nichts Neues geshoppt hatte. Und beim Bastelnfilm, da komme ich auch nicht immer dazu, weil es halt doch aufwendiger ist, wenn man noch filmen will. Und viele Sachen, die ich beim ersten Mal ausprobiere, will ich auch nicht gleich vor der Kamera vergeigen. Ja, gut, aber jetzt habe ich mich ja mal wieder aufraffen können zu einem Video. Einen kleinen Haul für euch oder mittelgroß, ja, mal schauen. Ich habe eingekauft im Rossmann, im Teddy und im Kick. Und im Teddy war ich hauptsächlich wegen diesen Kraftpapierblöcken. Da habe ich mich total gefreut, die habe ich nämlich auch bekommen. Und diesen neuen Washi-Tapes, die es im Teddy gibt. Ja, und im Kick habe ich halt einfach mal auch noch vorbeigeguckt. Und da gab es halt auch noch Sachen. Fangen wir mal an mit den Sachen vom Kick. Für 1,79 gab es hier dieses Steckherz. Also das ist hier so Schaumstoff, wo ihr dann so Blumengestecke mitmachen könnt oder auch andere Sachen basteln. Und das würde ich mal ausprobieren, wie das so ist. Die Rückseite sieht jetzt nicht so toll aus, aber es geht. Ich meine, von oben, wenn dann eh Blumen oder andere Sachen reingesteckt sind, sieht man es ja nicht mehr so. Genau. Dann gab es so Streu-Deko-Herzen für 1,99 €. Für Feiern, also Geburtstage oder sowas oder halt auch Hochzeiten, wobei man da schon ein bisschen mehr wahrscheinlich als eine Packung braucht. Aber die waren ganz schön. Die gab es in unterschiedlichen Farben. Ich habe es einmal in Weiß und einmal in Lila mit und die kann man ja auch schön verbasteln. Geht ja beides, würde ich mal sagen. Ne? Dann ist neu, es gab so Stempelroller. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ich habe die jetzt noch nicht ausprobiert. Die haben die Stempelfarbe schon mit drauf. Wenn die halt nicht mehr rollen oder stempeln, müsste man halt wahrscheinlich mit Stempelkissen arbeiten. Ich weiß also nicht, wie sie funktionieren. Wie gesagt, die sind hier noch original eingepackt. Die Packung kostet 1,99 € und es sind 4 Stück drin. Ich habe jetzt 2 unterschiedliche Motive gesehen. Ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt. Hier ist die andere Variante. Ja. Dann gab es wieder süße Holzklammerchen. Die haben gekostet nur 1,59 €. 1,59 €. Und es gab 3 Motive, vielleicht auch mehr. Ich habe halt 3 mitgenommen. Hier Frühling, total süß mit dem Frosch und der Biene. Ich finde die richtig süß. Mussten mit. Dann die Giraffen. Auch putzig. Und Eulen. Ja, ich bin ja seit neuestem Eulenfan. Wusste ich auch vorher noch nicht, aber ich finde die echt so süß. Vor allem die in der Mitte ist goldig. Ja, die ist auch cool. Dann in der Schnäppchenecke 2 so Schmetterlingkerzen. Fand ich ganz süß. Für 50 Cent. Also es sind Kerzen, hier ist ein Docht mit drin. Jo, dann gab es noch, war runtergesetzt, diese Silikonformen hier. Für 2,99 €. Einmal so ein Marienkäfer und Schmetterlinge und Blumen. Jo. Aber ist halt nichts, ne? Mit Spülmaschine, Handwäsche auf jeden Fall. Und einfetten. Nicht rubbeln, ne? Oder mit starken Gegenständen. Und nicht oben drauf auf dem Back, auf dem Herd, sondern innen rein in den Backofen. Maximal 200 Grad. Gut, Spülmaschine nicht. Und dann gab es hier noch diese. Die sind jetzt für Lollipops.
oder wie man die nennt, also diese, nee, Cup, Cake Pops, Cake Pops, genau, Lollipops sage ich schon, Cake Pops, also so Kuchen auf einem Stiel praktisch ist das. Und da kann man das halt machen. Deswegen haben die hier eine Aussparung. Ja, runtergesetzt auf 2,99 €. So habe ich die mitgenommen. Will ich mal ausprobieren zum Backen. Dann gab es noch diese Mie-Sticker. Discredible Mie. Oder ich unverbesserlich Sticker, ne? Passt ja, ich unverbesserlich, schon wieder im Shopping waren. Ah. Na, also spiegelt schon ziemlich. Aber ihr könnt sehen, denke ich. Das hat gekostet 1,50 €, glaube ich, oder? Was war es? 1,59 € war es. Und es ist zweimal der gleiche hier. Ich glaube, da gab es auch noch von Eisprinzessin was und andere Sachen. Ich habe jetzt die beiden mitgenommen zum Verschenken. Ja, dann war ich noch im Rossmann. Das ist hier die Ausbeute. Wow. Zieh gleich die Unterlage weg. Ich habe einmal so einen Beauty-Massageroller mitgenommen für meine Beine, die im Sommer immer anschwillen bei der Hitze. Und es tut gut, auch fürs Bindegewebe ist es ganz angenehm. Ich sehe jetzt gar nicht mehr, was der gekostet hat. 2 € noch was, also knapp 3 €, meine ich, hat der gekostet. Und der hier auch ähnlich in dem Dreh. Das ist so eine Massagebürste für die Badewanne. Ja. Bin ich mal gespannt. Und das hier ist so ein Waschlappen für Kids. Fand ich auch süß, 1,99 €. Kann man hier so reinschlüpfen? Ja, ganz nett. Dann bin ich ja eigentlich auch noch reingegangen, weil ich Aquarellpapier wollte. Und der Rossmann hat für 3,99 € Aquarellpapier, 20 Blatt, 180 Gramm dick. Ich finde, es ist ein ganz gutes Aquarellpapier. Ich habe es jetzt für Hintergrundpapier verwendet bisher und zum Stempeln. Und ich finde es echt gut, die Qualität. Ich meine, sehen tut ihr da jetzt nichts in der Kamera, klar. Aber ich probiere es mal, aber das wird wahrscheinlich nichts. Ist halt Aquarellpapier, ihr wisst, wie das aussieht. Und ich finde, da kriegt man beim Rossmann ganz gut was drum. 20 Bögen für 3 €. Ne, 4 €, Entschuldigung, 3,99 € ist noch okay für Aquarellpapier. Dann habe ich natürlich auch kurz in die Bastelabteilung geguckt und noch Papier abgestaubt. Dieses Set hier hat jetzt halt, um die 8 € gekostet. Das ist so Design-Fotokarton und da sind einige Motive drin. 60 Blatt, 60 Motive, DIN A6 und 300 Gramm schwer sogar. Na, die Kamera mag mal wieder nicht heute mit mir. Jetzt schafft es. Genau. Und die können wir uns jetzt mal angucken. Sind schon sehr schön, finde ich. Ist natürlich jetzt nicht ganz günstig, aber schöne Papiere. Ich zeige es euch so, weil das sieht es echt am besten. Dann hier. Beidseitig bedruckt. Und ich finde immer ein etwas ruhigeres Motiv und dazu ein etwas interessanteres.
Blumen sind auch schön. Ich habe dann noch einen Teddy-Call im Anschluss. Ich glaube, das schaffe ich gar nicht mehr anzufangen. Dann mache ich oder lade ich euch ein getrenntes Video hoch für den Teddy-Haul. Da habe ich nämlich auch wieder Papier und ihr wisst ja, ich zeige Papier immer gerne. Sehr detailliert, auch für mich als Erinnerung, was es so Papiere gab, wenn die dann verbastelt sind, was es halt so in der Vergangenheit gab. Und deswegen nehme ich das immer sehr detailliert auf, dass ich das halt auch noch weiß. Deswegen dauert das Ganze natürlich etwas länger. Also ich denke, ich werde jetzt hier schon brauchen, bis ich den mit euch durchgeguckt habe. Hier wiederholen sich dann halt auch manchmal Motive, ne? Wie ihr seht, da ist jetzt dieser Rücken immer gleich. Und hat dafür die Seite dann immer unterschiedlich. Ne, seht ihr wieder der gleiche Rücken? Oder halt die Seite, eine Seite immer gleich. Da wieder. Und da dann anders. Da ist jetzt lauter gelbe Seiten. Na. Jetzt kommen die roten. Ah, jetzt kommt so eine grüne Seite. Also jetzt kommen so einfarbige Seiten. Oder gepunktet. Das ist jetzt so, was war davor? Gepunktet, ja. Hier so Sternle, da Sternchen mit drin. Also mehr wie Papier kommt jetzt in dem Video nicht mehr. Wenn es euch also zu langweilig wird, könnt ihr an der Stelle auch gerne abschalten und euch andere Videos angucken. Oder ja, was ihr halt wollt machen, ne? Das ist cool, das sind Äpfel. Das ist auch wieder schönes Papier, finde ich. Also das sind schon wirklich ein paar sehr, sehr nette. Da ist jetzt hinten und vorne das gleiche drauf. Ne? Gleiches Motiv immer. Und da auch. Das ist unterschiedlich bei den Papieren hier, bei dem Block. Das auch wieder. Das auch hinten und vorne das gleiche. Da auch. Und da auch. Auch eine Fliege habe ich auch mit dabei, dann passt ja nicht nur, dass sie mich nervt. Jetzt hockt sie auch noch im Bild. Schön. Das ist auch sehr schön. Ja, das war der hier. Ganz schöne Motive, wie ihr gesehen habt. Damit. Ach so, nee, ich bin ja gar nicht fertig. Puh. Ich habe hier noch einen Block. Den habe ich euch jetzt hier schon fast unterschlagen. Da habe ich einen Sticker für 1,29.
Und hier habe ich noch diesen Block. Für, was war das? Um die 8 Euro, meine ich, hat der auch gekostet. Der ist hier mit so Glitzerfolie. Und das sind so Flamingos mit drin. Also richtig schön. Ich habe bloß jetzt nicht mehr so viel Zeit, euch das im Detail zu zeigen, sehe ich gerade. Würde ich aber ganz gerne noch. Aber meine Kamera nimmt wieder nicht länger auf. Deswegen kann ich nur ganz, ganz schnell für euch durchblättern. Mehr Zeit ist leider nicht mehr. Genau, den fand ich auf jeden Fall auch noch richtig schön. Jo. Hier seht ihr die Motive und jetzt bin ich dann eh gleich weg. Wir sehen uns dann im Teddy Hall nochmal. Genau. Dann macht's gut. Tschüss.